sagst, ist noch. Schwer. Hey Leute, hier ist Vladi. Ich bin gerade in Kiew angekommen. Es ist mega heiß und ich bin gerade am Platz der Unabhängigkeit, da wo vor 2 Jahren die Revolution stattgefunden hat. Ich bin nur hier 2 Tage und ich versuche möglichst viel euch zu zeigen. Aber dadurch, dass die gerade. Aber dadurch, dass die Stadt so groß ist, ist es einfach unmöglich, alles zu zeigen. Aber aus meiner Erfahrung ist die Stadt ist echt schön und auf jeden Fall sehenswert. So, jetzt befinde ich mich am Sophiaplatz. Das ist einer der zentralen Plätze in Kiew. Die Stadt Kiew hat eine langjährige Geschichte und es gibt ganz viele interessante Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel der Sophia Dom, der zur Weltkulturerbe gehört. Bei der Hitze ist es gar nicht so einfach zu sprechen. Ich treffe mich gleich mit Alex. Er zeigt mir nochmal die Stadt. Da kommt er. Hi Alex, wie geht's? How are you? Ich habe gerade mit Alex gesprochen und meinte zu mir, es gibt ganz viele hübsche Mädels in Kiew. Und wie er gesagt hat. Das hat er gesagt. So, trotz der Hitze erzähle ich euch noch ein bisschen was. Das ist Andrejewske Straße, hier kann man ganz viele Souvenirs kaufen. Ansonsten ist das eine alte Straße, wo ganz viele Touristen unterwegs sind. Ja, dann gehen wir weiter in einen alten Stadtteil, heißt Podol. Hey Leute, jetzt befinden wir uns in der Wozniczenka Straße. Wir finden hier die Gebäude und die sind ganz geil. Aber keiner wird da wohnen, nur aus einem einzigen Grund. Aus 2 Gründen. Erstmal, das ist teuer und zweitens, dieser Platz befindet sich direkt auf einem alten Friedhof. Hey Leute, wir sind gerade in diesem alten Stadtteil Podol. Es gibt ganz viele Cafés, es gibt faszinierende Architektur. Kommt einfach vorbei. Ich bin jetzt einfach überfordert von der Hitze. Für heute mache ich Schluss. Ich gehe gleich ins Theater. Dann zeige ich morgen euch noch ein paar Sachen. Bis bald. Alex, do you like Kiev? Why? It's beautiful. There are a lot of jobs. Alright. Ich weiß nicht, wie diese Bahn heißt, aber mit der Bahn kann man ganz schnell und rechtszügig nach oben fahren. Das ist ja sehr praktisch. Somit kann man für 10 Cent sich bestimmt 15 Minuten Zeit sparen und dann kommt man ganz schnell von unten bzw. vom Dnieper zum Platz der Unabhängigkeit. Heute ist der 2. Tag, ich fahre heute zu einem Ort. Das ist so ein Dorf, wo die alte ukrainische Architektur gezeigt wird. Also ich habe jetzt versucht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzufahren, aber es ist irgendwie viel zu kompliziert und keiner weiß, wie man hinkommt. Deswegen nehme ich jetzt mir gleich einfach ein Taxi, fahre hin. Kostet gar nicht so viel, also zwischen 2 bis 8 Euro. Die Preise sind recht günstig. Das ist ein Open-Air-Museum und hier befinden sich die alten Dorfhäuser. Die sind nämlich original, deswegen habe ich mich sehr gewundert. Die stammen aus dem 12. bis 19. Jahrhundert aus der ganzen Ukraine. Ihr könnt hier so eine persönliche Führung nehmen, kostet nur 4 Euro oder so.
auf Englisch, Ukrainisch und Russisch. Man darf hier locker einen ganzen Tag verbringen. Hier finden auch ganz viele Festivals statt. Auf einer Fläche von 160 Hektar. Die Stadt ist einfach riesig und es gibt viele Möglichkeiten, was zu unternehmen, auch Clubs, Restaurants. Die Innenstadt an sich ist auch riesig und auch sehr schön. Die Preise sind recht günstig hier. Die ukrainische Küche ist auch lecker. Man kann ein Bolsch, Vareniki, Blini essen. Es gibt einfach viele Sachen, die probiert werden müssen. Außerdem habt ihr den Vorteil, dass man visumsfrei in die Ukraine einreisen kann. Wenn ihr zum ersten Mal in Kiew seid, würde ich mindestens 3 Tage empfehlen. Und bezüglich der Sicherheitslage solltet ihr euch auch keine Sorgen machen. Das Land ist sehr freundlich und hier in der Stadt gibt es ganz viel Polizei. Und ich würde euch natürlich nicht empfehlen, 11 Uhr einfach irgendwo in einem entfernten Teil der Stadt unterwegs zu sein. Was ich noch speziell erwähnen wollte, dass die Menschen hier in der Ukraine einfach super nett sind. Wenn sie erfahren, dass sie aus einem anderen Ort kommen, dann versuchen sie euch einfach zu helfen. Man weiß das zu schätzen. Ich treffe mich gleich mit einem Kumpel und dann fahre ich mit dem Zug nach Odessa. Ich habe extra die 3. Klasse genommen. Ich fahre mit einem Schlafzug. Ich denke, es wird krass sein, weil es einfach zu heiß ist, über 30 Grad. Und da gibt es natürlich keine Klimaanlage. Dafür kostet die Fahrt nur 5 Euro. Ich glaube, es wird echt ein Abenteuer sein. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und teilt dieses Video und bleibt am Ball. Ciao, bis gleich. Ciao. Ciao, ciao. And now you've got yourself something funky.